Okay, dann gucken wir mal. Kneipenschlägereien, dicke. Achso, wir müssen auf jeden Fall im Hafen wahrscheinlich ein paar Sachen machen. Problem mit Schlägereien. So können wir es nicht mehr gesehen wird. Vielleicht könnten mir die Rekruten da weiterhelfen. Dicker Fisch. So ein Lügner. Der Schneider in der Stadt soll es machen. Hustensaft. Ach, da wollten wir ja. Deshalb wollte ich ja erst machen, wenn ich Schlösser knacken kann. Und ich müsste doch jetzt Schlösser knacken können. Wir waren doch letztes Mal auf der Insel mit den Piraten. Oder Seemännern. Was ist los, Pete? Was ist los? Dicker Fisch! Genau dich habe ich gemeint. Karte der Welt. Ihre vergleichen. Kleinere Auswahl. Herrschung Sumpfstein, Königsbräu. Banditenbotschaften. Dass ich einfach so für ein Attentat benutzt werde, passt mir gar nicht. Oh, okay. Aufnahme im Lager, Unas Axt. Okay, was machen wir denn? Nichts, ich wollte nur das Abonnentensymbol von meinem Namen sehen. Ach so. Ein Pfötchen. Habe ich selber designt und wer genau hinschaut, der sieht, dass der Pfotenballen ein Herz ist. Hallo Kermit. Okay. Oh Gott, erstmal wieder, wie man sich hier drehen muss, ey. Das ist ein Herz, krass, oder? Boah, achso doch, so runter. Mal gucken, ob ich jetzt den Typen finde, der mir gesagt hat, dass er so einen Riesenfisch gefangen hat. Dabei war der ja halbtot am Strand. Dann könnten wir die Quest schon mal abschließen. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Ja, und du kannst es auch gerne gleich für 6 Monate im Voraus machen. So wie Torti, Schrägstrich, Uni. Kein Wasser weit und breit. Denkst du, die Türme bringen was? Ich wüsste, wo der ist. Warte mal, wie hieß der? Hieronymus. Wo ist der? Der hat ja hier eigentlich gesessen gehabt, oder? Ja, das ist er nicht. Wo bleiben denn die Schiffe? Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich hab den das letzte Mal schon gesucht, oder? Auch nicht gefunden. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Die hey. Im freien Lager denken auch, sie könnten machen, was sie wollen. Was machst du hier eigentlich? Ich beobachte die See. Sollte ein Schiff dem Hafen gefährlich zu nahe kommen, so werde ich ihnen zeigen, dass wir unsere Befehle auch durchsetzen können. Diese Kanone steht hier schließlich nicht zur Zierde. Hier kann man sowas nicht machen. Ob wir sie irgendwann abschießen dürfen? Daran wird hey, du! Irgendjemand muss mir doch auch helfen bei der Schlägerei-Dingens. Jemand. Oh, der Bote? Ja, auch nicht. Lass uns mal abmachen, was daraus wird. Die Vögel! Ja. Tut mir leid. Oh, warte mal, da drüben. Da steht einer mit einer Angel, das ist er bestimmt. Oh, bitte sei Hieronymus! Nee. Hey! Wir hatten ja das letzte Mal auch diesen übelsten Goblin-Lord gefunden. Der mich einfach mit einem Schlag zerschmettert hat. Alles klar. Nur ist alles klar, aber ich muss wachsam bleiben.
Ich habe noch genug Brühe übrig. Ich werde einfach nochmal Nudeln nachkochen. Und dann gibt es nochmal Ramen. Ach, ich habe doch die Speedmod drauf. Ich hatte doch wegen dem ganzen Rumgerenne hier extra die Speedmod installiert. Meine Meinung kennst du ja schon. Genau das habe ich auch gesagt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Hä, wo ist denn der Hieronymus hin? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann das nicht mehr hören. Wegen der Kneipenschlägerei wollen die auch alle nicht helfen. Vielleicht muss ich andere Rekruten fragen. War nicht hier am Hafen? Hieronymus, wo bist du? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ja, nur Salzkartoffeln wäre am wenigsten Arbeit, ne? Okay. Also, das ist ja schon mal nix. Was mache ich denn jetzt als nächstes, wenn ich hier die Leute alle nicht finde? Letztes Fischers Hustensaft. Warte mal, kann ich jetzt schon? Ich kann Schlösser öffnen. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal mit der Wache da oben. Ja nicht ewig so weitergehen. Noch der Louis hat es gehört, Kermit. Was ist das? Der arme Kerl kann einen leid tun. Aber es gab doch gerade was zu fressen. Hier am Feierabend. Weiß nicht, ich hab gerade eben was zu fressen bekommen. So. Wer nicht hören will, muss führen. Nein, warte doch mal! Ach, zum Glück habe ich gespeichert. Das ist das letzte Mal schon passiert. Rojo, hallo. Dankeschön für das Giftezap an Frosty. Dankeschön. Ich habe deinen Hustensaft. Danke. Hier hast du ein paar Roperi. Man hört doch immer diese große Geschichte. Danke. Immerhin haben wir die Goldmine. So. Das ist doch nichts Neues. Links, links, rechts, links, links, rechts. Da sind drei Reisschnaps in der Truhe, really? Das war's? Der hatte nur drei läppische Reisschnaps in seiner Kiste? Das ist ein doppelter Apfel. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hallo Black Angel, dieses Zeug, was man im Februar jedem Menschen immer wieder sagen muss. Im Februar? Ich krieg den anderen Trank nicht. Komm her. Wieso krieg ich jetzt den Trank nicht? Ja, komm. Der war doch sturzbetrunken. Mal unten war auch noch eine Kiste, wo der Typ davor stand. Ich hoffe, der war. Oh. Scheiße, der ist schon wieder wach. Ich weiß schon genau, was es da gibt.
wartet. Ich muss mal die Kiste aufmachen, die neben ihm ist, vielleicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich... Danke. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Ins Ödland wird. Wozu genau? Ich dachte, hier gibt's irgendwas Tolles, aber das ist ja ein Witz. Die andere Kiste machst du jetzt nicht nochmal auf wegen 3 Reisschnaps? Ich klausche jetzt alles. Pfanne, Besen. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Was ist? Ja. Du hast mich verarscht. Erst bist du dran. Na warte, du dreckiger Dieb. Jetzt bist du dran. Oh! Da kommen mehr? Nein, die anderen kommen, glaube ich, auch noch. Nein! Aua! Hilfe! Au! Scheiße, ich sehe halt nicht, was er macht. Scheiße! Versuch nie wieder, mich zu bestehlen. Du zu suchen hast. Gold, das ist schon mal meins. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ah. Felinia, hallo. Dankeschön für 14 Monate. Frohes Neues. Kein Kratzbaum, Ruby. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hä, passiert es auch, wenn ich den nur... Scheiße. Ich habe... Danke. Da schon freiwillig hin. Danke. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Also ich darf den wahrscheinlich dann nie wieder ansprechen. Nie Nein. wieder. Nee, warte mal, ich will den Ring und die Roperi und den doppelten Apfel. Weil ich nicht weiß, was es mit dem doppelten Apfel auf sich hat. Ich darf den nie wieder ansprechen. Ciao. Oh Mann, ey. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und wie geht's dir jetzt? Warum erfahre ich das? Schon deutlich besser. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich schulde dir echt was. Falls du jemals was brauchst, scheue dich nicht, mich zu fragen. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für den gemacht habe. So, warte mal. Was ist denn so ein doppelter Apfel? Lebensenergiebonus 3. Hm. Was? Hä? Aber es war kein permanenter Lebensenergiebonus. Und der Ring? Und wo ist der Ring?
Also Leute, wir gehen nie wieder in dieses Haus, ja? Nie wieder! Nie wieder gehen wir da rein. Wir werden nie wieder mit Hansels Wache sprechen. Der macht uns sonst kaputt. Wenn ich jetzt wüsste, wo dieser Hieronymus ist, dann könnte ich die andere Quest auch noch abschließen. Aber der ist irgendwie lost in Space. Schreib's lieber mal in dein Büchlein rein. Wie lange kannst du dir das merken? Ich speichere jetzt alle 5 Minuten, damit mir nichts passiert. Ja, das andere habe ich schon. Das sind alles nur noch so Nebenquests hier. Besuch der Priester. Ja, ich muss ja eigentlich so eine teure Karte kaufen. Wie viel Gold habe ich denn? Ja, wo war das Inventar? Ach, jetzt habe ich 1500 Rupäri. Ah. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Ich verstehe nicht, wo der hin ist. Der kann sich nirgendwo verstecken hier eigentlich. Hey du! Wir haben alle nix. Hallo Karun, frohes Neues! Valenti, danke schön für 10 Monate, gesundes Neues, danke dir! Aber hier, den Wald hat man schon mal aufgeräumt. Ist wirklich gerade ein bisschen... Warte mal, ich weiß, wo ich hingehe. Hallo Angry! Das ist eine Mod. Das ist nicht Gothic 2, sondern das ist Legend of Azun. Das ist eine Community-Mod, die ich hier gerade spiele. Tellerrand, dankeschön für die 2 Gifted-Subs. An Karun und Andy, dankeschön. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Also wir hatten schon sehr viel Spaß hier bei den Quests und so. Nur die Hintergrundgeräusche sind leider immer ein bisschen zu laut. Aber ansonsten macht's echt Spaß. Ich habe es jetzt aber seit 6 Wochen nicht gespielt, deswegen musste erstmal wieder reinkommen. Kam ein WoW-Addon dazwischen, neues. Und auch die originalen Dialoge übernommen. Nee, ist alles neu. Das ist eine ganz neue, also das ist auch nicht der also der sieht zwar so ihm ähnlich, ja, aber das ist auch nicht der Charakter, den wir aus den Gothic-Teilen kennen. Noch Wölfchen. Gothic 2 ist 20 Jahre alt. November, 20 Jahre alt geworden. Wo kriegt man das denn her? Du musst dir Spine runterladen am besten. Da kannst du dir alle möglichen Sachen... also nicht nur für Gothic, aber also, ja. Alle möglichen Sachen runterladen. Überseehandel können wir ganz vergessen. Es gibt ja auch noch viel mehr Mods. Es wäre einfach, sein Essen zu stehlen. Wieso soll ich sein Essen stehlen? Ron, hast du noch was für mich? Auch, sie können machen, was sie wollen. Kann einfach nur die alle beklauen. Erste Witcher 3 Version. Ihr kennt da Tellerrand. Du warst zu langsam. Gothic 2 ist praktisch so alt wie Cloudy. Genau. So, hatte ich hier noch irgendwas in der Stadt? Nicht so wirklich, ne? Ich weiß immer noch nicht, wo ich das bitte fett herbekomme.
brauche Fett zum Schmieren. Casanova. Wie krieg ich? Warte mal. Der kriegt Soße. Nicht, dass ich den Hustensaft für ihn hätte aufheben sollen. Fisch. Frischer Fisch. Ich brauchte das nicht. Ich tue hier einfach mal 900 Abos verschenkt. Dankeschön für das Gift jetzt ab und Kermit. Gothic 1 und... Nein, ich kann nicht scrollen! Aufgrund der allgemeinen Lage und eurem eigenen Schutz sollten die Wälder und die Wildnisse... Manu, ich kann doch nicht scrollen, wenn ich im Spiel bin. Wie soll ich in den Chat jetzt sehen? Ich kann leider nicht sehen, was du geschrieben hast. Der Rojo hat dazwischen gekrätscht mit 5 Subs. Rojo, vielen Dank für die Gifted Subs an Life of Karma, Theoma, Jadin Increase und Tarabas. Danke. Jetzt sehe ich das Ehren-Emoji. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. 1 und 2 habe ich Ultra oft gespielt damals, ab 3 dann aufgehört und bei Wissen wieder was von denen gespielt. Elix ist auch ein wunderbares Spiel. Ja, Gothic 3 habe ich auch als On-Stream das erste Mal durchgespielt. Ich habe das immer wieder angefangen, aber das war irgendwie zu zäh. Und Risen und so habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist unser Problem mit dem Lesen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Hallo Nighty. Gesundes Neues wünsche ich dir auch. 3 war wirklich zäh, ja. Das Ende war dann so unspektakulär irgendwie. Ich habe auch noch gar nicht alles hochgeladen. Ich habe erstmal mit der Mod hochgeladen. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Der ehrenwerte Kommandant Argos ist angewiesen worden, jegliche Vergehen oder Widerstand gegen die Truppen des Fürsten strengstens zu bestrafen. Ja, Witcher habe ich auch noch nicht gespielt. Jeder Bewohner der Stadt, der sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, hat sich umgehend bei Kommandant Argos zu melden. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich diesen Schlafsaft vielleicht lieber für den Krixus aufgehoben hätte. Wenn ich den nochmal finde. Was ist denn dieser Krixus gewesen? Oh, die Welt ist einfach zu groß. Huch! Ich kann die alle nur beklauen, deswegen sind die jetzt alle weiß. Nicht mehr grau. Ich muss aber sagen, dass die Synchro auch sehr gut ist. Ja. Es ist vor allen Dingen witzig. Also... Und es wird mit viel Klischees gespielt. Ah, der gibt mir gleich wieder was. Unglücklicher. Komm mal her zu mir. Danke für die Lass Milch. Und kränklich bist du geworden. Ja. Diese Milch macht müde Männer wieder munter. Mhm. Hoffe auf eine baldige Genesung, Unglücklicher. Hm. Mau. Hey, du. Heise. Ich überlege, ob ich nochmal neu lade. Weil ich habe halt diesen Hustensaft jetzt nicht mehr. Auf der anderen Seite war ja der Krixus auch nicht krank. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt erstmal hier für einen Lehrlingsberuf. Ich möchte nun bei dir als Lehrling anfangen. Gut. Hier sind deine Schmiedskleidung, ein Hammer und eine Zange. Alles Weitere wirst du mit Maurice besprechen. So. Jetzt kann ich nämlich in der Story weitermachen. Hey. Ich bin jetzt Lehrling hier. Sehr gut. Dann kannst du ab jetzt mit allen Fragen zu mir kommen. Solange du Lehrling bist, bin ich für dich verantwortlich. Mach dich am besten direkt an die Arbeit und bring die Sachen dann zu mir. Hallo Hellfire, frohes Neues. Hat jetzt frisch aufgebackene Brötchen. Lässt sich schmecken, Tellerrand. Haben alle ihre Katzen erfolgreich in der Wohnung wiedergefunden und aus irgendwelchen Schränken und Kisten geholt? Ja, die kamen von alleine dann. Kannst du mir etwas beibringen? Ich kann dir alles beibringen, was ich selber weiß. Also fast alle Schwerter, die man schmieden kann.
Wenn du bei mir einmal alles gelernt haben solltest, kannst du sicher bei Ahus noch was lernen. Mau! Hallo Telmaru, gesundes Neues. Ich muss, glaube ich, schon mal hier ein Kommando raussuchen. Mau! Ja, ich kann nicht anders, ich muss es immer nachmachen. Hat halt jeder so seine Ticks, ne? Ja. Das kopieren. Gelo, danke schön für das Gifted-Zap an Hellfire. Danke sehr. So, passen Sie auf. Ich buch das jetzt hier rüber. Komm. Einfügen. Ja. Dankeschön für euren Support. Da habt ihr eure Kitten. Guter Jahrgang. Kannst du mir sonst noch etwas beibringen? Ich könnte dir zeigen, wie man Waffen richtig schleift. Viel Erfahrung im Schmieden hast du ja nicht. Von daher wüsste ich nicht, was du mit diesem Wissen anfangen willst. Das lass mal meine Sorge sein. Zeig mir, wie ich ein Schwert schmiede. Hast du überhaupt Erfahrungspunkte? Ich weiß es gar nicht. Es wäre einfach, seit einem Rohling zu stehlen. Das klingt irgendwie so. Ich habe einige Waffen geschmiedet. Alle verkaufen. Und mal ausgewählte Waffen verkaufen. Ich habe einige Waffen geschmiedet. Gut, gib her. Ich weiß gar nicht, ob ich das an... Das kann ich nicht verkaufen. Okay, dann halt nicht. Ah Mist, das hätte ich ja mal gucken können, ob ich Erfahrungspunkt habe. Einen Lernpunkt habe ich. Prima. Okay. Hey, du. Ich bin jetzt auch Lehrling bei Arvos. Schön. Noch ein nettes Gesicht bei uns in der Schmiede. Willkommen und viel Spaß. Ich bin ein nettes Gesicht. So, jetzt müsste ich doch... Warte mal. Muss erstmal gucken, ob ich den anderen Typen jetzt wieder finde. Der war doch stürzt. Kurzes Arbeitsklima. Ja, genau den. Ich habe einen Beruf. Wann kann ich Rekrut werden? Ganz langsam. Wer hat dir überhaupt Arbeit gegeben? Meister Arus, der Schmied. Gut, damit hast du die Grundvoraussetzung geschafft. Das heißt aber noch lange nicht, dass du ein Rekrut wirst. Eine weitere Voraussetzung für deine Arbeit als Rekrut ist es, dass du von den anderen Rekruten respektiert wirst. In der Regel reicht es, wenn du die einflussreichen Rekruten überzeugst. Die anderen passen sich dann meist der Meinung an. Außerdem werde ich dir danach eine Prüfung stellen. Wenn du auch diese erfolgreich erledigst, bist du dabei. Denkst du, die Türme bringen was? Habe ich genug Respekt bei den anderen Rekruten, um Rekrut zu werden? Mir ist nichts zu Ohren gekommen, was mich zu der Annahme bringen könnte, dass du bereit bist. Ich hab doch schon voll viel für dich gemacht. Wer gehört zu den einflussreichen Rekruten? Das wirst du selbst herausfinden müssen. Sprich einfach mit den Rekruten. Alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass Neulinge meist keinen Einfluss haben. Achte also auf ihren Rang. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wo bleiben denn die Schiffe? Das ist zu lange her, wissen die nicht mehr. Ich kann das nicht mehr hören. Hey, wie geht's? Geh mal lieber wieder. Ich muss ernsthaft nachdenken und dein Geschwätz hilft mir nicht dabei. Du Blöder. Zack. Toll, toll. Ich wollte doch da hoch zu dem anderen.
Ich würde die ganze Stadt absuchen. Claudia, nicht einflussreich. Nee. Ab mit dem Kopf. Oh. Vor allem der eine, dem habe ich doch noch gedroht. Dass er mich nicht nochmal verarschen soll. Aber das sind jetzt hoffentlich nicht die Rekruten, die hier über das ganze Land verteilt sind. Ja, hallo, wo seid ihr denn alle? Nee, auch nicht? Hm. Die Gans wohnt jetzt hier? Überall hat man die Option fürs Klauen, ja. Man muss eben aufpassen, was man so rum. Bedrohen, verprügelt die einfach alle. Genau. Das ist eine gute Idee. Lass uns mal abwarten. Wechseln halt auch immer ihre Plätze, ne? Die Schlingel. Hier darf ich dann noch nicht rein. Ich glaube, hier ist keiner. Halt! Hier kommt nicht jeder rein. Und wer kommt hier rein? Nur Argos oder Hamilkar können dir eine Berechtigung verschaffen. Okay, da war es auch noch nicht. Hallo Brox, frohes Neues. Bin Claudi zur Claudi? Verrate ich nicht. Noch erwischen die mich, ja. Ah, muss auch mal gucken hier. Warum habe ich denn die Holzfäller-Axt angelegt? Kann ich die schon anlegen? Nee. Doch hier mit dem Degen unterwegs eigentlich. Hier durch? Nee. Da auch nicht. Daran wird sich etwas ändern. Kleiner Rekrut, piep einmal! Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür Hallo? Sorgen. Hallo? Any Rekruten hier? Hallo? Ich befürchte, dass ich alle auf der Insel abklappern muss. Alter, und ich habe gedacht, Lord Pappnase hat einen Witz gemacht, als er gesagt hat, was hat er gesagt? Laufsimulation. Beziehungsweise sein Chat hat das, glaube ich, gesagt. Einige Probleme erledigen sich. Daran wird sich nie etwas ändern. Der war doch... Warte mal. Sturz betrunken. Ich will als Rekrut anfangen. Und? Habe ich deine Unterstützung? Kein Wasser. Du willst weit also, und dass breit. Ich Argos nur Gutes über dich erzähle? Nun... Wir können sicher neue Rekruten gebrauchen. Aber nur solche, die sich wirklich für die Menschen einsetzen. Hab ich doch. Das werde ich. Mit Menschen meine ich alle Menschen. Egal ob arm oder reich. Wenn du mir das beweisen willst, lass es mich wissen. Gut. Und was soll ich machen? Ich hörte von deinem Problem mit Karl und Furus. Bitte klär das mit diesen Raufbolden und du erhältst meine Zustimmung. Ich hab doch gar kein Problem mehr mit denen gehabt, als ich das letzte Mal bei denen war. Rauchen die Kräuter? Nein, 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 das ist E-Zigarette. Estella, dankeschön für 32 Monate. Dankeschön. Hast du eine Aufgabe für mich? Ich möchte Rekrut werden. Tut mir leid, momentan habe ich nichts für dich zu tun. Hör dich aber bei den anderen Rekruten um. Naja. Hallo, Lupia. Hatten wir hier noch Rekruten? Nenner. Okay.
Hallo Puschel, frohes Neues. Hallo Battle Dragon, dir auch frohes Neues. Oh, die war halb nackig. Ja. Hallo? Haben wir noch Probleme? Hey du. Trottel. Was? Nichts. Ich habe nur gehustet. Wie soll ich denn das jetzt mit denen klären? Und Puschel, hast du dich von deinem Stream gestern erholt? Ist schon raus, wann das Remake kommt? Nee. Nicht so ist es. Hä, was soll ich denn mit denen klären? Soll ich die zum Möbeln oder was? Ich muss es versuchen. Hey. Vollidiot. Was? Nichts. Ich habe nur gehustet. Sag mal, willst du mich verarschen? Oh oh. Verpiss dich endlich. Dämlicher Goblin. Was? Nichts. Ich habe nur gehustet. Sag mal, willst du mich verarschen? Verpiss dich endlich. Ha. Hey. Hirnloser Troll. Was? Nichts. Ich habe nur gehustet. Sag mal, willst du mich verarschen? Verpiss dich endlich. Trottel. Alter, jetzt reicht's mir endlich. Weg mit der Waffe. Gar nicht. Na bitte, geht doch. Da ist nichts zu holen. Jetzt unterhalte ich mich auch immer. Die Stimme suche ich noch. Aber im Großen und Ganzen ja. Schön. Warte mal. Okay. Ja, ja, der lebt noch. Ah, er lebt noch. Ja, ja. Also ich habe 100 Erfahrungspunkte bekommen vorhin, ja. Als ich quasi die letzte Beleidigung gebracht habe. Das war bloß ein Knüppel, Karun. Aber irgendwie war das noch nicht das, was es sein sollte. Na, hä? Was soll ich denn mit denen machen? Ich kann mit denen nichts machen. Hallo Metalmücke.
gesundes Neues. Das ist sehr verwirrend. Also was in dieser Mod halt ist, dass du halt nicht... Du musst manchmal um viele Ecken gehen, um eine Quest zu erledigen. Also wer weiß, was die wollen, aber... Aber wen soll ich das denn klären mit den Zweien? Kann ja nicht ewig so weitergehen. Nee, der zählt nicht als Rekrut. Hans hat jetzt nicht Bautz machen, ne? Okay. Genau das Richtige für Rätsel-Chat. Also bisher hat nur der Ron mir eine Aufgabe gegeben. Hallo Sykros, frohes Neues. Hey. Hallo? Den brauchst du, glaube ich, nicht fragen. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Würdest du abends in der Kneipe dafür sorgen, dass dort keine Schlägereien entstehen? Bist du verrückt? Am Ende komme ich da nicht lebend wieder raus. Aber... Nein, ich gehe da nicht rein. Tja. Toll. Da ist endlich mal einer erwischt, ja, der mir bei der Kneipenschlägerei helfen könnte, eventuell vielleicht. Und dann sagt er, nö. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Dann sagt er einfach nein, das müsst ihr euch mal überlegen. Die Türme bringen was? Sie war angeblich eine Mätresse des Königs. Ich kann das nicht mehr hören. Nee, das ist der mit der Kanone. Er schrast da aus, ey. Steh hoch. Ja. Hey. Ich möchte Rekrut werden. Kann mich nicht daran erinnern. Wende dich an unseren Kommandanten. Du findest ihn mal. Leicht wird er. Das ist nur das Allgemeine. So steht es in den Heiligen Schriften. Das gibt sicher Ärger. Ach, hier ist Hieronymus. Ich habe einfach im falschen Haus gesucht. Hallo, ich will dir nichts klauen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Du hast den Fisch nicht besiegt. Was sagst du da? Ganz richtig. Er lag nur noch zuckend auf der Insel, als du ihn fandest. Wie konntest du das herausbekommen? Niemand darf das erfahren. Oh, jetzt bist du dran. Jetzt hör doch mal auf! Spinnst du?
Die Wahrheit kommt ans Licht. Überall Gewalt, ja. Wo bleiben denn die Schiffe? Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Nix. Warum erfahre ich das erst jetzt? Okay, dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Durch Zufall? Ich habe einfach im falschen Haus gesucht. Ich wusste, dass der irgendwo auf dem Tisch sitzt und ich dachte, das war in der Kneipe. War es aber gar nicht. Ich hätte einen Bleistift oder ein Buch dafür geholt. Wofür? Hä? Um ihn zu töten? Nee, ich will den ja nicht töten. Ich habe ihm nur eine Lektion erteilt. Die habe ich schon gesprochen, glaube ich. Ja. Alter, man sieht ja gar nichts mehr hier. Was ist denn das für ein Wetter? Hey. Die haben alle keine Aufgabe für mich. Hallo, du Fox. Und das Neues? John Wick-Style. Ja, ja. Oh. Alter, ist ja... Kein Wasser. Wie gibt's diese Speed-Mod hier? Na, kann ich dem jetzt vielleicht sagen hier, dein hey, Junge du. Will mir nicht helfen? Nee, kann ich nicht. Kann die nur alle beklauen? Ich kann hier nur noch klauen! Jetzt haben die hier wieder getauscht. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Nee. Einfach nee. Hey, du. Warum erfahre ich das jetzt? Also bitte zurück. Das liegt doch auf der Hand. Die Steuerung, ne? Man kann die Maus halt nicht sensibler, also noch sensibler stellen. Ich hab die schon auf höchster Sensibilität. Also ich muss nochmal in der Stadt gucken. Dort war auf jeden Fall noch einer, den ich ansprechen könnte. Von den Rekruten. Die waren halt nur gerade nicht an den Plätzen, wo ich geguckt hatte. Dann vor Ohrens Bauernhof ist, glaube ich, noch einer. Krepp kann ich noch eine Quest abgeben. Ja, und dann hört es schon wieder auf. Seht ihr noch was? Ja, ne? Mir ist aufgefallen, dass die Let's Plays auf dem Monitor, also auf dem PC, kann man die ganz normal gucken. Auf dem Handy, wenn es dunkel ist, siehst du nur schwarz. Ist selber nichts mehr. Thank you.
Vielleicht müsste ich meinen Schlummi machen. Spätestens das. Ja, Sitzung 51. Geht eigentlich noch. Aber wahrscheinlich, weil gerade Unwetter ist. Ach, guck mal, einfach gerade sagen, hier unten sind auch noch. Ja. Der hat auch keine Aufgabe für mich. Ich meine doch den Hunter. Da rennt er in den Sonnenuntergang. Aha. Oh, schön, oder? Hui. Okay, wen haben wir hier? Ne, das ist Argos. Den brauchen wir nicht. Mich hört, ihr Bewohner von Assun. Aufgrund der allgemeinen Knappheit an Waren aus Übersee werden alle Bürger angewiesen. Aber über die wirklich wichtigen Probleme wird nicht gesprochen. Lieber beschwert man sich, dass man immer so lange in der Bäckerei anstehen muss. Da wollen alle genau um Punkt 12. Vor allem, der hat einem halt auch nicht gesagt, welche Rekruten, ne? Das ist voll böse. Ja, da brauchen Sie gar nicht so zu gucken, gute Frau. Sie werden es wohl einrichten können zwischen Kaffeeklatsch am Vormittag und dem Hausputz am Nachmittag. Zu einer anderen Zeit in die Bäckerei zu gehen. Abweichungen von dieser Regel sind nur zum Zwecke des allgemeinen Handels oder mit ausdrücklicher Ermächtigung gestattet. Hör mal, ich möchte bei den Rekruten anfangen. Hast du was dagegen? So, du willst dich also für Assun und diese Insel einsetzen. Na, sicherlich eine gute Entscheidung. Dann wirst du mit meiner Aufnahme wohl keine Probleme haben und mich bei Argos positiv erwähnen. Naja, nicht so eilig. Das kann ich sicherlich machen, aber etwas entgegenkommen kannst du mir dann doch noch. Mit dem berüchtigten Aber habe ich irgendwie schon gerechnet. Also schön. Was darf ich für dich machen? Oh, du tust es ja nicht nur für mich, sondern in erster Linie eher für dich selbst. Von daher solltest du dich lieber nicht beschweren. Ist ja schon gut. Worum geht es nun? Mir ist zu Ohren gekommen, dass das freie Lager zu der Zeit, als der Schiffsverkehr noch lief, angeblich eine größere Menge an Silber bergen konnte. Dieses fanden sie irgendwo in Viranon, wo es in die falschen Hände geriet. Frag mich nicht, woher ich das weiß oder ob es dieses Silber überhaupt gegeben hat. Interessant zu wissen wäre nun, ob das freie Lager tatsächlich über Silberbestände verfügt. Du wirst also hingehen und dich mal umhören. Dir gegenüber sind sie wahrscheinlich etwas redefreudiger als bei einem Rekruten. In Ordnung. Aber was erhoffst du dir davon? Naja, Leopold und die meisten anderen einflussreichen Leute um den Fürsten herum sind immer gerne gut informiert. Auch über wichtige Details des freien Lagers. Und wenn jemand aus den eigenen Reihen ihnen eine solche Information geben kann und diese sich auch noch als richtig herausstellt, kann das auch mal eine Beförderung ausmachen. Ach so, ich verstehe schon. Ich soll mich dort informieren, wo du nicht hinkommst, damit du dann die Informationen an eine Person abgeben kannst, an die ich nicht rankomme. Und das, um selbst in eine Position zu kommen, in die ich ohne dich schwerer hinkomme. Sehr geschickt durchdacht. Du musst das nicht machen. Ich habe dich nicht gezwungen, Rekrut zu werden. Der ist halt immer so schnippisch, unser Hunter, ne? Ich hätte hier mal auf Escape drücken sollen, weil es ist doch dunkel geworden. Die haben es gut. Okay, ich gehe jetzt erstmal ein Schlümmerchen machen. Es wird mir zu dunkel. Aber ich glaube, mehr Rekruten gab es hier auch nicht, die ich fragen konnte. Immer haben wir die Goldmine.
Diese Ramona. Blöde Snitch. Okay, also ich muss jetzt eh ins freie Lager. Wo bleiben die Schiffe? Und ich kann ja jetzt Schlösser knacken. Was man so rum erzählt. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich erinnere mich an etwas. Hat ich dem einen seine Kleidung schon gegeben? Kleidung. Ja, ich muss noch eine Bauernkleidung und eine Karte finden. Da pennt einer. Der Johann. Wie war denn das? Scheiße, jetzt habe ich schon gespeichert. Das war, glaube ich, die Truhe hier, ne? Ah, da muss ich nochmal dran denken. Beim nächsten Mal, wenn die Schlimmerchen machen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Vielleicht auch so eine Karte klauen? Brauche auch eine Karte. Jetzt wird sie gerade diebisch, ne? Ich weiß. Aber ich habe schon genug Roperi für diese blöden armen Bürger auf. Die Arme und kotzt mich an, ja? Für die habe ich schon so viel Geld bezahlt.